Candace Carter, Thoughts to Go. Ich bin wieder dabei aus meinem utopischen Roman Wir retten die Welt zu lesen. Ich bin immer noch am Probieren, wie es am besten geht. Und jetzt ist ein neuer Versuch, dieses Buch in größeren Abschnitten zu lesen, aber vorweg, damit ihr nicht von Anfang an die kleineren Abschnitte lesen müsst, möchte ich heute ein Summary, eine Zusammenfassung, so gut es geht. Es wird länger sein. Ihr seht mich nicht, dann bin ich leichter in der Lage, mich zu konzentrieren auf den Text. Ich habe viele Versuche gemacht mit verschiedenen Hintergründen, mit mir, da, 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 da. Jetzt ist der neue Versuch. Ihr seht die Zeichnung und ihr seht den Titel vom Buch, Wir retten die Welt. Diese Zeichnung wird auf der Coverseite, weil ich demnächst in Books on Demand das Buch veröffentliche. Und ihr könnt es immer hier hören, aber ihr könnt sehr, sehr gerne das Buch kaufen. Wenn es soweit ist, werde ich euch sagen. Ich lese nicht vor heute, außer ab und zu einen Abschnitt lese ich direkt und sonst versuche ich, das zusammenzufassen. Mal sehen, wie es geht, ja, mal sehen, wie viel Zeit in Anspruch genommen wird. Okay, jetzt geht's los. Das Buch fängt mit einem Prolog an. Ich lese den ersten Satz vom Buch und dann versuche ich das zusammenzufassen. Prolog. Vor 300 Jahren war ich ein Junge namens Pascal. Ich durfte Zeuge der Ereignisse sein, in denen die damalige Welt gerettet wurde und sich in unsere verwandelte. Danach tut dieser Mensch, dieser Transwesen, würde ich eher sagen, erklären, wie seine Welt ist jetzt. Seine Welt ist geprägt von Berührung, von Transformation. Man kann wandern, man kann andere Menschen, Tiere, Gegenstände besuchen. Man kann sogar einen Stein besuchen und der Stein wird einem alles erzählen, wie es zu dem Sein gekommen ist. Wenn ein Wesen ein anderes Wesen besucht, ist derjenige, der besucht wird, er nennt sich Hostwirt. Der Hostwirt kann mehrere auf einmal, die ihn besuchen, aber der Besucher wird nur immer in Kontakt mit dem Hostwirt sein und bereichert sich und geht raus und weiß alles, ob das ein Tisch ist oder ein Stein oder ein Tier. Das Einzige ist, also die Wesen in der Zeit von 400 Jahren von jetzt, können nicht ihre Wesensgleiche besuchen. Das heißt, sie können nicht, also ein Wesen, ein Transwesen kann nicht in einen anderen Transwesen gehen und die Information bekommen. Das heißt, einfach gesagt, der Mensch kann nicht einen Mensch besuchen. Also Gleichwertige können sich nicht gegenseitig besuchen, egal in welcher Form sie sind. Aber auch in dieser Zeit ist die Fähigkeit der Telepathie wieder voll im Gange. Das heißt, die Menschen können über Telepathie sich informieren und deswegen gibt es ein telepathisches Netzwerk weltweit und sie bitten diesem Transwesen zu erzählen, wie es damals war, als er ein ganz normaler Junge war namens Pascal und er erzählt jetzt die Geschichte, wie die Welt gerettet wurde. Es fängt im 20. Jahrhundert in unserer Zeit an, nach dem Zweiten Weltkrieg erzählt er von dem Kalten Krieg, von dem Fall der Mauer, von den Unterschieden zwischen Kapitalismus und Kapitalismus siegt über den Sozialismus und baut sich langsam ein Netz aus. Weil es kommen immer nach diesem Sieg vom Kapitalismus immer mehr zu Religions- und Ressourcenkriegen, Konsum nimmt zu, Terrorakten nimmt zu und gegen Ende des Jahrhunderts, unseren letzten Jahrhunderts, ist die ganze Welt am Rande eines Zusammenbruchs. Dann kommen die Banken auf die Idee, sich zu vereinen global und sie entwickeln einen Plan, was sie funktioniert in den armen Ländern,
bieten sie mir Health Insurance, Jobs, Arbeit, Bildung. Aber sie bauen neue Zentren. Diese Zentren, wo diese Menschen wohnen, werden immer so nach und nach in Lager verwandelt. Das merken die Menschen. Es geht über eine längere Zeit. Und sie instrumentalisieren die reichen Völker, indem sie ihnen ganz, ganz viel Ablenkungen bieten. Viele Drogen, viele Möglichkeiten, sich das auszublenden, was in den armen Ländern geht. Und so schafft sie eine Basis. Ist ein bisschen ähnlich wie die Diskussion jetzt um The Great Reset, sage ich, so dazwischen. Und im Laufe der Zeit, ja, passiert das, dass die Weltbank, so heißt sie, wir nennen sie aber nur WB, die WB alles im Griff hat. Sie hat die ärmeren Menschen in einer Lagersituation, die Armen, die Reichen, also beidseitig eigentlich mit Drogen und Propaganda im Griff. Und sie baut Kasten auf, ja? Sie baut Kasten auf, in denen diese verschiedenen Kasten die verschiedenen Lagern repräsentieren. Ich zitiere aus dem Buch: Nach 100 Jahren waren sowohl Demokratien als auch Diktaturen abgeschafft. Weltweit herrschte nur noch das effizient durchstrukturierte Zweikastensystem der WB, bestehend aus der unteren und der oberen Kaste, deren Angehörige UKs, UKs und UKs und OKs genannt wurden. Für beide Kasten bildeten Hightech, Drogen und Sex die drei Säulen ihres Kontrollsystems. Das Buch erklärt weiter, wer die untere Kaste, die UKs sind, die gehalten werden mit Drogen und Gehirnwäsche. Und sie, wenn sie auf die Welt kommen, dürfen, die Kinder dürfen bis zum 5. Lebensjahr zusammen in Kitas gehalten werden. Es gibt keine Familien mehr, keinen Staat mehr, kein gar nichts mehr. Und die Menschen werden nur gedeckt. Also wenn eine Frau soweit ist, 13 oder 14, hat ihre Tage, dann wird sie mit einem zeugungsfähigen Mann zusammengebracht und gedeckt. Danach wird sie sofort wieder nach der Geburt in das Arbeitssystem. Der Mann kommt nach der Deckung in das Arbeitssystem. Und nach der Geburt wird das Kind getrennt und in diese Kitas gebracht. Und es gibt keinen Kontakt zwischen der Frau und den sogenannten Samenspender. Null. Sie arbeiten, die UKs arbeiten von 7 bis 20 Uhr. Sie brauchen nichts mehr zu essen, weil es ist ein Cocktail entwickelt worden mit notwendigen Mineralien, Vitaminen und Nährstoffen. Abends wird in diese Gemisch eine Droge getan, dass sie müde werden. Sie werden abends nach der Arbeit kurz mit Propaganda, Filme, Pornos, manchmal Natur, dürfen sie sehen. Und dann werden sie müde, dann kommt ein Signal und ihre Stühle klappen nach hinten. Die schlafen und wachen morgens auf und arbeiten wieder. Diese Menschen haben kaum Ausscheidungen, sodass ihnen eine Windel reicht für eine Woche. Danach werden die immer in die Duschanlagen, wo sie mit Wasser und Desinfektion gespritzt werden und neue Windeln, neue Arbeitskleider kriegen. Das ist die einzige Unterbrechung von ihrem monotonen Alltag, außer wenn sie rausgezogen werden wegen der Deckung, um noch mehr Kinder und Arbeitskräfte zu produzieren. Werden sie 70, werden sie aus dem Arbeitsprozess rausgezogen und kriegen ein Jahr der Verwöhnung. So heißt das. Und da werden ihnen gesagt, die werden vorbereitet, dass sie ihre letzten Tage zusammenbringen können in der höheren Stufe bei den OKs. Und dass das über eine Spritze stattfinden wird, wenn es soweit ist. Sie haben leicht mehr Privilegien, müssen nicht mehr so viel arbeiten. Natürlich, die Spritze ist eine Todesspritze und dann sind sie weg vom Fenster. Wenn sie krank werden oder irgendwas vorher haben, dann werden sie aus dem Arbeitsprozess einfach, sind sie am nächsten Tag nicht mehr da und da werden sie klar entsorgt. Dann haben wir die OKs. Die OKs
werden auch mit Hightech-Drogen und Sex, und sie werden programmiert zu glauben, die sind die Herrschenden. Das sind sie natürlich nicht. Die sind nur genauso manipuliert. Aber bei den Kleinkinder werden Tests durchgezogen, um zu sehen, für was sie sich arbeiten, in welche Arbeitsbereiche. Bei den OKs gibt es the Business Class, es gibt die Wissenschaftler, die Staatssicherheit, die Künstler, die für die Propaganda zuständig sind. Das sind dann das Leben der OKs, ist etwas anders, ist aber auch eine strenge, sklavenmäßige Kaste. Dann gibt es noch eine Stufe, von dem niemand so genau weiß, wie es vor sich geht. Die heißen die Auserwählten. Da werden Gerüche, die WB verbreitet Gerüche über sie und verspricht, dass man durch besondere Leistungen aufsteigen kann in diese Kaste, und sie werden nur als Köder fungiert, damit die anderen immer noch dankbar der WB sind für ihr Leben und die Hoffnung haben, was Besseres zu werden. In allen Kasten werden die Kinder, wenn sie geboren werden, also die nicht taugliche, werden sofort dem Mutterleib entsorgt. Die Geborenen kriegen eine Spritze ins Auge mit einer Kanüle, und diese Augenflüssigkeit gibt Auskunft über Fähigkeiten, Intelligenz, und danach werden die sogenannten Primärsäuglinge dann in die Kitas getan, entweder in die Kitas der UK, wenn die mehr für die Arbeit geleistet sind, oder die OK, die werden dann so eingeteilt. Was die WB auch gemacht hat, ist, dass die Designer-Babys entwickelt haben. Designer-Babys werden dann, wenn sie geboren werden und später, die sind eine besondere Sklavenart. Die werden für Sex eingesetzt bei den OKs, und sie sehen sich ähnlich, sie werden ja geklont. Und der Mann, also die männliche Version, ist dunkelhäutig, ein muskelloser Mann mit mandelförmigen Augen, zierliche Nase, vollem Mund sowie großen Genitalien. Bei den Frauen gibt es zwei Versionen, ich zitiere: eine karamellhäutige Frau mit großen Brüsten, blauen Augen und blonden Haaren, sowie eine kleine, fast knabenhafte Version mit asiatischen Zügen. Wenn sie auf die Welt kommen, werden die Designer-Babys mit Hormonen behandelt, damit sie ab 10 Jahren eingesetzt können als Sexgespielen oder Diener für die OKs. Um das alles ein bisschen spannender zu machen, mischt man manchmal bei den Genen auch Genen von Menschen aus den UKs. Das gleiche wird gemacht bei den UKs, aber da spielt das Aussehen keine Rolle, sondern sie werden so designermäßig entwickelt, wegen Körperstärke, Ausdauer und Gefügigkeit. Okay, wir sind bei dem Jahr 2125. Die WB feiert ihr Erfolg, aber es kommt was, womit sie nicht gerechnet haben. Bei den OKs, also bei der oberen Kaste, entwickelt sich ein unerklärliches Krankheitsbild. Und zwar ein kleiner brauner Mal auf dem Stirn, was sich ein bisschen ausbreitet. Am Anfang können die Betroffenen das mit Schminke verstecken, aber mit der Zeit wird es nicht mehr der Fall. Und es ist ansteckbar. Andere bekommen auch dieses Mal. Die WB möchte aber nicht, dass das auf die UKs auch ausbreitet, also virusmäßig ausbreitet. Sie möchten keine Unruhe, es soll alles natürlich strömförmig laufen. Dann erinnern Sie sich, wie die Nazis, die haben ja auch, die wissen die Geschichte, die Menschen wissen das nicht mehr, sie werden, haben keine Ahnung von Geschichte, es wird Geschichte, Religion, Familienbindung, ist alles abgebrochen. Aber die WB weiß, dass die Nazis manchmal für Versuche an sogenannten Missbildungen, also an Menschen mit Behinderungen, Experimente gemacht hat. Und dann denkt sie, okay, da töten wir nicht alles, ja, wir lassen manchen Menschen am Leben, die Missbildungen haben, geistiger oder körperlicher Art, die verstecken wir,
bestimmte Orten in der Welt und sie stehen uns zur Verfügung für unsere Experimente, um rauszukriegen, was es an sich hat mit diesem Mal an dem Stirn. Es werden Zoos gebaut, Zoos entwickelt. Diese Zoos sind abseits von allen und die Menschen, die für die Tests und die Experimente vorgesehen werden, werden Zoo-Menschen genannt. So, gleichzeitig, in der Zeit, wo das Mal auftaucht, kommt ein Mädchen auf die Welt. Ihre Mutter und ihr Vater, also die Mutter wird zusammengebracht mit dem Mann wegen Deckung. Und die zwei gucken sich in die Augen und es ist Liebe auf den ersten Blick. Die verlieben sich in eine Sekunde, ja. Und sie werden gedeckt und die Aufpasser merken, dass zwischen den zwei, die lustigerweise Adam und Eva heißen, Adam und Eva, sie werden entdeckt, also es wird gesehen, dass sie diese Beziehung haben. Nach der Deckung wird Adam sofort getötet und Eva wird getötet nach der Geburt. Aber das Mädchen, sie wird Sophia genannt, wird am Leben gelassen. Und Sophia ist komischerweise genauso ansteckend wie das Mal. Aber Sophia steckt mit Liebe an. Wer mit ihr in Verbindung kommt, sie ist unwiderstehbar. Sophia wird in einem UK-Kita gebracht. Und alle Kinder, die mit ihrem Kontakt haben, spüren was, was sie seit langem nicht gespürt haben. Und sie wollen das auch. Und sie prägt diese Kinder, sie prägt alle. Ich zitiere: Sie war nicht groß von Gestalt und besaß eine leicht rundliche Figur. Doch Sophias Aussehen war nicht das Entscheidende. Eher zog sie die Menschen in ihre Bahn durch ihre anmutigen Bewegungen sowie mit dem Klang ihrer Stimme. Wer ihr einmal begegnete, wurde für immer verändert. Es war, als ob längst verschüttete Sehnsüchten nach Zärtlichkeit und Beziehung zurück ins Leben gekusst wären. Jetzt befinden wir auf einer Insel in der Nähe von ehemaligen Frankreich. Und da wohnt der Pascal zusammen mit anderen Zoo-Menschen. Die Zoo-Menschen wussten aber nicht, dass sie anders waren, weil sie hatten ja keinen Vergleich. Ab und zu haben sie einen Wächter gehabt, aber Aufpasser, aber andere sogenannte normale Menschen haben sie nie gesehen. Ich zitiere: Wir empfanden unsere bunt gemischte Truppe mit all ihren Eigenarten als völlig normal. Jeder Zoo-Mensch besaß unterschiedliche körperliche und geistige Fähigkeiten und im Alltag ergänzten wir uns gegenseitig und teilten sie alle miteinander. Die Tauben zum Beispiel führten die Blinden spazieren, die Schizophrenen erzählten den Gehbehinderten Geschichten und die Down-Syndrom-Betroffenen sammelten Steine und Muscheln für die aufwendigen Sandburgen der Autisten. Diese auf natürliche Weise entstandenen Solidargemeinschaften sollten für den weiteren Verlauf unserer Geschichte von zentraler Bedeutung sein. Sie schliefen in Hütten, selbstgebaute oder am Strand, betrieben Gartenbau und Gemüse, hatten eine Gemüseanlage und einen Getreideanbau. Es gab Nutztiere und ab und zu auch Katzen und Tiere, die die Blindpassagieren an den Schiffen mitgekommen sind, die auch zur Insel kamen. Pascal wurde mit Mukoviszidose diagnostiziert, Entschuldigung, und er sagt auch, er wird auch jetzt ab und zu von Krankheiten reden, auch wenn sie damals nicht wussten, wie sie hießen. Er erklärt, was die verschiedenen Krankheiten und die verschiedenen Behinderungen waren. Er hat Mukoviszidose, was eine Lungenkrankheit ist. Es führte früher zum Tod von einem jungen Menschen im 15., 16. Lebensjahr. Pascal ging es aber gut, es gab die Feuchtigkeit, es war dschungelmäßig auf der Insel. Die Feuchtigkeit erlaubte ihm, seine Lunge ganz anders zu entwickeln. Man wusste auch sowieso nicht, an der Insel haben die Leute nicht so sehr mit ihren Behinderungen zu tun gehabt, wie sie auf dem Festland gehabt hätten.
Aber Pascal hatte manchmal Schwierigkeiten zu atmen. Er konnte nicht mit den Kindern in den Dünen spielen. Er zog sich zurück. Sein Aussehen sagte, er hatte ganz große, tief fliegende Augen und sah ein bisschen strange aus, vielleicht ein bisschen wie E.T., wer weiß. Aber es hat niemand gestört. Alle hatten ihr Ding und alle wurden akzeptiert. Und wenn er aber nicht spielen konnte, ging er gern zu den Tieren und hatte eine besondere Freundschaft abgeschlossen mit Timmy, der Hund, und mit Matthias, der Esel. Das Problem war nur, die misslungenen Subjekten konnten jederzeit geholt werden. Manchmal kam ein Schiff und manche verschwanden. Und außer Sophia wusste niemand, was mit ihm passieren würde. Dass sie benutzt werden als Laborratten und dass sie danach getötet und als Abfall entsorgt werden würden. Immer wenn es vorkam, hat Sophia den Hund Timmy genommen und ist alleine in den Dschungel gegangen. Aber die Freiheiten, die die Menschen, die Zoo-Menschen auf den Inseln und auf den Orten, wo sie waren, genossen, die WB hat sich keine Mühe gemacht mit Propaganda oder. Also sie waren Laborratten und sie hatten ein freieres Leben als alle andere. Und manchmal saßen sie abends zusammen auf dem Strand, züchteten große Lagerfeuer an und sahen zusammen nach, wie alles früher vielleicht ausgesehen hatte. Nächste Kapitel hat mit dem Kennenlernen von Pascal über Sophia, wie sie dann als junge Frau, als Wächter auf die Insel kam, wie ihre Ausstrahlung von allen wahrgenommen wurde. Sofort hat Pascal, er war jung, aber hat sofort gewusst, durch das Auftreten von Sophia wurde alles andere, alles anders. Eines Abends saßen sie am Strand. Sophia hat ein Baby auf dem Schoß, was immer Zuckungen gemacht hat. Sie hat das Baby immer mit, manchmal hat sie die Zuckungen sogar nachgemacht oder das Baby in den Strand gelegt. Und dann hat sie Töne gemacht. Sie hat Töne gemacht, was das Baby beruhigt hat. Und alle hörten zum ersten Mal in ihrem Leben Musik. Und dann waren sie neugierig. Und Marie, eine kleine Autistin, geht ganz nah an Sophia und fragt, was sind das für Töne? Und Sophia erklärt, das ist Musik, das ist eine Art, wie man miteinander kommunizieren kann. Und dann wollte Marie wissen, wo kommen die her? Und Sophia meinte, sie weiß nicht, die Töne waren einfach in ihrem Inneren. Dann rannte ein anderer autistischer Junge herum und sagte, Geräusche, schöne Geräusche. Das ist der Viktor, der Flatterer. Viktor flattert herum, Sophia lässt ihn kommen zu ihr und sagt, bitte geh und hol allen Kindern, wir wollen auch alle anderen, wir wollen jetzt zusammen Geräusche machen. Es wurde großen Lagerfeuern gebaut, da kamen nicht nur die Kinder, da kamen alle, da kamen sogar nach und nach die Tiere. Und als sie da waren, hat Sophia einen lang anhaltenden Ton gegeben. Und als man dachte, es würde gar nicht länger gehen, wo haben Marie und ihr Bruder Anton, der auch Autist war, diesen Ton aufgenommen. Und diese Ton nahmen dann alle auf und es war, als ob ihre Körper davon massiert wurden. Und ihre Verkrampfungen und Zuckungen glätteten sich und sie fingen an, sich zu bewegen. Sämtliche Verkrampfungen und Zuckungen glätteten sich, als wir uns langsam in freien Tanzbewegungen zu unseren eigenen Rhythmen drehten. Morgen, sie tanzen in die Nacht hinein und legen sich in den Sand, als sie schlafen wollten. Und als sie morgens aufwachten, waren noch mehr. Die Haustiere waren, also die Nutztiere waren alle da, aber auch manche scheue Tiere aus dem Wald, aus dem Dschungel, hat sich am Rande Platz genommen. Und es war eine neue Stimmung.
Und Pascal sagte, ich hatte damals keine Ahnung von den großen Veränderungen, die bevorstanden. Aber rückblickend bin ich sicher, dass sie in dieser Nacht anfingen, Wirklichkeit zu werden. Nach der Ankunft von Sophia hat sich alles geändert. Es wurden neue Hütten gebaut an den Kliffen, die ähnlich waren wie Bienenwaben. Die Gehbehinderten wohnten unten, die anderen gingen mit Lianen hoch. Abends saßen alle an dem Eingang ihrer kleinen Waben und sangen zusammen. Und dann zitiere ich: In der Zwischenzeit waren uns zu den Melodien einfache Texte eingefallen. Sophia klärte uns auf, dass man früher zu unseren Liedern und Kompositionen Balladen gesagt hat, weil sie Geschichten erzählten. Wir aber klagten, da wir nicht so viele Geschichten zu erzählen hatten. Daher lehrte sie uns ein tieferes Verständnis für die Natur, das Wetter, den Sternenhimmel und insbesondere für die Tiere. Bald erfanden wir Lieder über sprechende Kühe und fliegende Hunde. Das Schönste war, dass beim Singen niemand stotterte und viele unserer sonstigen Verkrampfungen sich entspannten, und daher sangen wir täglich viel und gern. Eines Tages aber fehlen zwei von der Truppe. Es fehlt die Sophia, es fehlt die Viola, die Schweigende, und Helene, die Vergessliche. Helene war eine der Ältesten auf der Insel. Sie ist dann später gekommen, weil ihre Gedächtnislücken, wir würden vielleicht dazu Alzheimer sagen oder Demenz, tauchen später auf. Und dann kam sie auch auf die Insel. Und Viola war jung, sie war so wie Pascal. Und sie wurden ganz, ganz enge Freunde. Helene wurde fast wie eine Mutter für Viola, und Viola versuchte immer wieder, Helene beizubringen, die Gebärdensprache, aber Helene vergaß es oft. Helene vergaß sogar auch, wer Viola war, aber das hat Viola nichts ausgemacht. Eines Tages, also vorher, die Nacht davor, war ein Monsunregen, was sich dann aufgelöst hat, und dann waren Trockenblitze, und alle saßen zusammen am Strand, haben die Trockenblitze bewundert, als sie plötzlich merkten, Viola und Helene, die oft lange Spaziergänge machten und auch in den Dschungel gingen, nicht zurück waren. Und sie kamen auch nicht zurück. Und deswegen hat Sophia beschlossen, wir müssen sie am nächsten Tag suchen. In dem Abend habe ich zusammen mit dem Timmy gekuschelt und gedacht, oh, ich will mit auf die Suchtruppe, aber meine Lunge ist nicht gut. Ich will sie nicht hindern. Aber dann hat Pascal seinen Mut zusammengenommen und ist zu Sophia hin und hat gesagt, ich will mit, ist es möglich? Und Sophia hat gesagt, ja. Du musst aber, wenn du morgen aufwächst, sofort einen Ton summen. Du darfst nicht aufhören, diesen Ton zu summen, während wir unterwegs sind. Das ist deine große Aufgabe. Es wird dir auch helfen, zu atmen. Und dieser Ton ist, dann musst du immer summen. Dann ging Pascal schlafen und war sehr glücklich, dass er mitgehen konnte. Am nächsten Tag war es feucht. Das half ihm auch so wegen Atmen. Und es wurde eine kleine Truppe zusammengestellt. Da war die Sophie und Dirk, ein anderer Aufseher, der auch eine wichtige Rolle spielen wird später. Victor haben wir schon kennengelernt, das war der Flatterer. Und dann war Frauke, die Fröhliche, dabei. Frauke hat immer gelacht, war immer gute Laune. Also sie, wenn man über eine Behinderung sprechen wollte, würde man sie als Down-Syndrom-Frau, Mädchen erklären. Das war für die anderen völlig wichtig, völlig unwichtig. Auf jeden Fall liebten sie Frauke, und Frauke war immer gute Laune. Und Pascal, der Luftschnapper genannt wurde, war dabei. Also wir haben Sophia, wir haben Dirk, wir haben Frauke, wir haben Pascal und wir haben Viktor.
Also, gehen Sie los. Es wird immer schwieriger, je weiter Sie in den Wald sind. Sophia weiß, wo Viola und Helen oft gingen. Also haben sie alles abgeklappert, nichts gefunden. Und die letzte Stelle ist ein alter Baum gewesen. Und in diesem Baum, der war ausgehöhlt und da konnte man reingehen. Das war für einen schön, weil sie zum Teil im strömenden Regen marschiert sind und sie konnten, die passten alle rein. Es war ein riesen alter ausgehöhlter Baum. Was sie fanden aber in dem Baum war, es war ein Stück, war ein Tisch. Und als ihre Augen sich an die Dämmerung gewöhnten, sahen sie, auf dem Tisch war ein Stück Papier. Und Dirk hat sofort gewusst, was das Papier ist. Es war eine Landkarte, der weiterführt nach dem Baum. Und es stand, dass sie den Weg, also es war nicht eine ganz ausgeführte, es war nur, gehen Sie diesen Weg und Sie werden auf unterwegs rot markierte Bäume finden und mit Ihrer Hilfe und mit diesem Zettel werden Sie weiterkommen. Und Victor war ganz aufgeregt, fing an zu flattern und Sophia sagte, nein, jetzt ruhig, jetzt müssen wir uns konzentrieren, wir werden diesen Weg gehen, er wird bestimmt anstrengend, aber vermutlich sind Viola und Helene sind auch weiter diesen Weg gegangen. Jetzt kommen wir zu dem Teil über die Wand. Die Wand und dahinter ist der nächste Teil und ich denke, dass ich danach genug gelesen habe für heute und nächste Woche werde ich weiter die Zusammenfassung lesen und wenn ich die Zusammenfassung fertig habe, dann werde ich das Buch weiter genau vorlesen. Jetzt lesen wir die Wand und dahinter. Also die gingen weiter den Weg, es war schwierig, aber Dirk war stark und konnte immer alles frei machen für sie. Und sie kamen an einen Torbogen. Pascal freut sich, rennt auf den Torbogen zu, so wie er schreit und hält ihn zurück. Sie nimmt einen großen Stein und schmeißt es auf den Torbogen und der Stein prallt zurück. Es ist was Unsichtbares. Am Torbogen ist unsichtbar, die gehen dann links und rechts davon und stellen fest, es ist auch unsichtbar. Es ist eine energetische, hochgezogene Wand, wo sie nicht durch können. Und sie gehen davon aus, dass irgendwie sind wahrscheinlich Viola und Helene auf der anderen Seite dieser unsichtbaren Mauer. Dann überlegen sie, was sie machen können. Und Sophia sagt, lass uns singen, so laut wir können. Timmys Gejaule dazu, mach Krach, sing, mach Töne. Und es hat gewirkt. Plötzlich auf der anderen Seite tauchten zwei sehr müde und erschöpfte Gestalten auf. Viola und Helene. Helene war völlig verwirrt, aber Viola hat es geschafft, dass sie sich hinsaß auf der anderen Seite der Mauer. Und dann hat sie mit der Gebärdensprache erzählt, wie die das gefunden haben. Und Dirk hat gesagt, warum hast du uns nie davon erzählt? Und dann erklärte Viola, naja, Helene hat sie immer wieder vergessen jedes Mal. Und ich war immer beschäftigt, hinter der Helene hier zu rennen und alles mit ihr zu erklären. Deswegen haben wir es euch nicht erzählt. Aber wie wir auf der anderen Seite gekommen sind, gestern Abend saßen wir angelehnt an der Mauer von eurer Seite, das haben wir immer gerne gemacht. Und plötzlich war dieser Monsunregen und danach diese wunderbaren Blitze. Es traf auf einmal ein Blitz die Mauer. Es gab einen Krach und plötzlich, wir waren auf der anderen Seite. Ja, was machen wir jetzt? Wir kamen nicht wieder raus. Wir hofften, dass ihr uns findet und deswegen haben wir uns meistens hier in der Nähe aufgehalten. Trotzdem sind wir kurz woanders gegangen, also sind weiter den Weg, der war ein bisschen klarer, ein bisschen freier, sind an eine Rodung gekommen, sind an ein paar Häuser gekommen und noch ein Stück ist eine Siedlung. Der Dschungel war wieder Herr über diese Siedlung, aber es war klar, irgendwann haben Menschen da gewohnt, lange her.
Aber wir gingen nicht lange diesen Weg. Wir wollten immer hier in der Nähe sein und dann hörten, also hier bleiben und dann hörten wir euch singen und da wussten wir, ihr seid da. Dann sagte Sophia, okay, wir gehen zurück und wir beraten, wie wir die Mauer kaputt machen können. Denn sie sind, das ist nicht richtig, da habe ich nicht ganz richtig erzählt, die sind einige Tage gekommen und haben die Mauer untersucht mit allem. Es war keine Öffnung, es war keine Stelle, wo man es ausschalten kann. Und dann wussten sie nicht, Helene und Viola sind auf der anderen Seite natürlich mitgegangen. Schon, aber dann eines Abends, also die Truppe ging zurück und saß abends am Lagerfeuer und dann sagte Sophia, irgendwie gehen wir die Sache falsch an. Was sind unsere, jeder von uns hat eine besondere Begabung. Ich finde, wir sollen diejenigen aussuchen für eine Expedition, die eine besondere Gabe haben. Ich zitiere, vielleicht gehen wir die Sache zoologisch an. Wir könnten stattdessen überlegen, wer von uns Begabungen besitzt, die bei der Aufgabe helfen könnten. Sie ließ ihren Blick in der Runde schweifen, bis er auf Zoe fiel. Zoe war in Violas Alter, dünn und schlaksig, und gab sich gern burschikos. Sie rasierte ihren Kopf und hatte aus gefundenen Knochen Schmuck geschnitzt. Ohren, Zunge und Bauchnabel hatte sie selber mit einem spitzen Stein gepierst. Das Besondere an ihr war aber ihre Stimme. Wie Viola sprach sie nie, doch sie konnte einen so hohen, schrillen Ton von sich geben, dass Glas splitterte. Es gab wenig Glas auf der Insel, doch das, was wir hatten, wurde vor Zoe sichergestellt. Zoe trat vor. Danach wählte Sophia Victor. Victor, der Flatterer, der Unmengen von Energie zeugen konnte, wo man gar nicht glauben konnte, dass er konnte so lange flattern und so lange sich bewegen, und dass man dachte, irgendwann hebt er auf. Dann nahm sie Caroline. Caroline war ein ganz kleines Baby. Ein halbes Jahr alt. Caroline war blind und spastisch und Sophia meinte, dass sie die pure Kraft der Liebe repräsentierte. Also die drei Hauptquellen, Caroline als die Liebe, Victor der Flatterer um Energie und Zoe mit ihrem Schrei, der alles zerstören konnte. Dann sagte Sophia, dass ich Pascal Matthias, den Insel, auch zu unseren, und also dass ich Matthias holen sollte, der Esel, und andere seinesgleichen holen sollten. Okay. Am nächsten Tag gingen wir mit dieser Truppe wieder zur Mauer. Dirk führte Matthias, Sophia saß auf seinem Rücken mit Baby Caroline auf den Arm. Links und rechts von ihr liefen Victor und Zoe und Frauke, Timmy und Mascal bildeten die Nachhut mit den Eseln, weiteren Eseln. Wir erzählten Viola und Helene von unserem Plan, verteilten alle Menschen und Tiere längs der Mauer, in Kontakt mit der Mauer, aber auch in Kontakt miteinander. Nur Victor durfte rumflattern und so viel Energie machen, wie er konnte. Und Zoe bekam die Aufgabe, den lautesten Schrei, den sie machen konnte. Alle waren in Position, Victor flatterte, Zoe nahm Luft und schrie, wir haben alle die Ohren zugehalten. Und krach, bums, bachs, die Mauer fiel. Die Mauer war nicht mal da. Alle waren verwirrt, schwirrten rum, Menschen und Tiere vor lauter Schock. Und Sophia bat mich dann, Pascal, einen Ton zu machen. Und ich wusste meine Aufgabe. Ich habe einen langen, langen Ton. Und langsam beruhigten sich alle und wir kamen wieder zusammen. Und unsere zwei Ausreißer nahmen wir in die Arme
und machen unseren Weg zurück in die Siedlung. Ich zitiere: Lange saß ich an dem Abend in der Dunkelheit am Strand und sah nach über die erlebten Ereignisse. Es war aufregend, sich vorzustellen, dass uns große Abenteuer bevorstanden. Doch wie groß sie in Wirklichkeit sein würden, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nie ausmalen können. Genug für heute. Ich werde weiterhin die Geschichte vorlesen bis an den Punkt, wo ich mit den kleineren Beiträgen gekommen bin, und danach werde ich sie einfach vorlesen. Ich hoffe, es gefällt euch, und ich hoffe, dass ihr dabei bleibt, weil es passieren wirklich unglaubliche Sachen mit Pascal, mit Sophia, mit allen Freunden. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Hör das nächste Mal zu. Der nächste Beitrag wird in 2 Wochen. Alle Beiträge werden auf meine Playlist 2, Playlist für das Buch. Die englische Version ist noch nicht klar, wie ich das weitermache. Da werde ich passieren erst, und das sage ich in Englisch, dass das klar ist. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Tschüss für jetzt.